So. Ich muss das. Irgendwie muss das doch funktionieren hier. Ja, vorhin. Oh, ich könnte da. Ja, für, normalerweise wäre der Ball gegen die Wand gestoßen und dann wird zurück. Aufholen. Gegen die Dosen, aber was soll's. Im Spiel ist es nie möglich. Nichts getroffen. Die haben bestimmt hier so eine Wollbälle, die nicht zurückflatschen. Klatschen. Flatschen. Ich habe ein paar Wörter. Also es tut mir leid, wenn ich jetzt manchmal nicht wirklich quatsche. Ein enttäuschender Wurf. Verdammt! Weil, Nicole, du liegst hinten, streng dich an. Ach, die Gusche. Wenn ich nicht rede, dann versuche ich mich gerade zu konzentrieren. Uiuiui, das sah traurig aus. Ich werde schon noch besser. So, jetzt muss ich das gucken, wie ich das jetzt wieder mache. Na, hallo? Das war nichts. Na, das ging ja mehr als daneben. Puh. Nicole, um zu gewinnen, das ist muss so ein etwas besser werden. Scheiß. Raab trifft uns nicht mehr. Daneben. Ich hab's gesehen. Ich kann aber auch nicht volle Bulle zielen jetzt hier. Das mache ich jetzt einfach mal. Da stehen noch mehr, als du umgeschossen hast. Das sehe ich auch. Ja, jetzt trifft Rabo. Nee, doch nicht. Ganz daneben. Das war ein taktischer Zug. Dann hätte ich gesagt, das war jetzt mit Absicht. Ja, klar. Ein blinder Papagei mit Gleichgewichtsstörungen würde besser treffen als du. Danke. Vielen Dank. Och, Ene, wie süß. Na, die paar wirst du auch noch schaffen. Wie soll denn das also? Ich krieg gleich einen Tico. Das ist doch... Da musst du dich noch anstrengen. Ja, ich weiß, dass ich mich da anstrengen muss, aber das ist... Ich weiß nicht, das ist mir zu doof. Stefan, das wird. Das Spiel ist mir irgendwie zu doof. Ich weiß nicht warum, ich mach das jetzt einfach mal so. Gucken, ob das was bringt. Ne, es bringt nichts. Nicole, da muss noch mehr. Hätte ja sein können, dass es was bringt. Ne, mein Gott, wenn es wieder Raab gewinnt, ist mir auch Wurst. Schnell, bevor deine Wurfhand nachlässt. Dann verliere ich halt wieder. Das ist mir sowas von egal. Immerhin kann ich ja verlieren. Nicole, das war wohl nichts. Sag mal, haben die Nicole, Wolle genommen? Noch kannst du aufholen. Wolle, die flatschen, gehen nicht wieder zurück. Beziehungsweise springen nicht zurück. Das sieht aus wie Wolle. Knapp vorbei. Danke, hätte ich nicht gesehen. Naja. Ich weiß aber nicht, wie das ist zu dolle. Das ist mir jetzt aber Wurst. Soll Raps wieder machen? Nicole, das ist mir das egal. Das war ein trauriger Wurf. Nicole, du solltest mal eine Aufholjagd starten. Ich weiß, wie ich scheiße. Das muss mir keiner sagen. Nichts getroffen. Ich muss sogar sagen, ich hasse meinen Namen. Ich mag den nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich mag den nicht. Vorbei. Ach. Nicole, du musst aufholen. Wie oft willst du jetzt noch meinen Namen sagen? So viele sind es nicht mehr. Na, aber... Mann! Es ist doch beschiss hier! Nicht. Kann ich auch sagen, nicht. Du liegst hinten, streng dich an. Ich weiß, dass ich hinten liege. Ist mir aber egal. Wie oft denn noch? Uiuiui, das sah traurig aus. Ich werde schon noch besser. Wann denn? Morgen? Übermorgen? Nächstes Jahr? Das könnte ich ja von mir behaupten. Das ist aber egal.
Der verengte Strich ist ja jetzt auch kleiner geworden. Noch ein paar, dann ist es geschafft. Nicole, um zu gewinnen, musst du etwas besser werfen. Etwas? Sei froh, dass ich überhaupt treffe. Trotz, dass ich mich so doof anstelle. Ich hab's gesehen. Das ist wirklich so, ich stelle mich wirklich doof an. Das macht aber nichts. Ich darf das. Nicole, das wird. Ja, jetzt zum Schluss. Wo es so gut wie fast zu Ende ist. Ganz daneben. Das war ein taktischer Zug. So, ob ich die jetzt... Hey, hallo. Ich wollte gerade sagen, hallo. Hör doch mal auf jetzt hier. Blöde Maus. Mensch. Ja klar, daneben. Oh nein. Ich weiß ja nicht mal, was genau die Mitte ist. Beinahe. Also, wäre es ja einfacher, wenn ich jetzt wüsste, wenn es jetzt genau so sein müsste. Dann weiß ich ganz genau, wo ich es richtig zielen muss. Na, das ist jetzt das recht beschissen. Schnell, bevor deine Wurfhand nachlässt. Na, das ist ja jetzt bescheuert. Noch ein paar, dann ist es geschafft. Na, das ist ja jetzt recht bescheuert. Wie soll ich denn das jetzt anstellen, ganz ehrlich? Ich hab's halt mal wieder mit meinen ganz ehrlich. Das ist so doll, ist mir aber egal. Nicole, ein enttäuschender Wurf. Ja. Verdammt! Ja, vor allem, weil das ist dösenwickert. Danke, hätte ich nicht gesehen. Ne? Dann musst du dir eine Brille kaufen. Der war bestimmt wieder traurig. Na, das ging ja mehr als daneben. Puh. Das ging in der Hose. Nichts getroffen. Macht nichts, Rab. Ich auch nicht. Ich wechsle mich mal einfach mal ab hier. Ich nehme immer die linke Seite und immer die rechte Seite. Da steht ja fast nichts mehr. Nee, nur noch drei bei Rab. Oh. Scheiße, bei Rab ist nur noch einer. Ich sehe es genau. Die letzte Dose hat Angst vor dir. So, jetzt muss ich gucken, dass ich das genau nochmal so hinkriege. Und das werde ich jetzt nicht hinkriegen. Warum nicht? Weil ich mich kenne. Das war mir klar. Ein blinder Papagei mit Gleichgewichtsstörungen würde besser treffen als du. Deine Beleidigung kannst du auch bei jemand anders machen, nicht bei mir. Uiuiui, das sah traurig aus. Ich werde schon noch besser. So, ich werde jetzt mal nichts erzählen. Das tut mir leid. Aber ich will's... Okay. Ich hätte meine Klappe halten sollen. Egal. Da muss noch mehr kommen. Oh. Und jetzt macht's Rab. Jetzt macht's Stefan. Nee, doch nicht. Daneben. Ich hab's gesehen. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass Stefan das macht. Aber. Dass er selber nicht trifft, habe ich nicht gedacht. Das ist ja. Ich weiß nicht. Nicole, das war wohl nichts. Ich finde das mit den komischen Dingern hier an den Seiten. Mit den grünen Balken jedes Mal hoch oder ja hoch zu machen, finde ich scheiße. Ich finde das doof. Taktischer Zug. Weil das geht so schnell wieder weg. Wie sollst du da das denn auch schaffen? Vor allem manchmal kommt das gar nicht. Das ist wieder zu weit. Nicole, das war ein trauriger Wurf. Das ist mir schon klar. Stefan hat gewonnen. Ich wusste es. Das erstmal. Er wirft einfach alles und jeden um. Bravo, Stefan. Danke an alle, die an mich geglaubt haben.
Macht nichts. Der Spielestand bis jetzt. Spiel 9. Wo liegt was? Da bin ich erst recht wieder, Herr Niete. Es werden bestimmte Orte gesucht. Markiert auf einer Weltkarte mit einer Nadel den gesuchten Ort. Wer am nächsten dran ist, ja, das hat man schon mal in den gleich ersten Spiel. Mit Nadeln ausgerüstet, allerdings keinem Faden. Ihr spielt abwechselnd. Es werden bestimmte Orte gesucht. Markiert auf einer Weltkarte mit einer Nadel den gesuchten Ort. Wer am nächsten dran ist, bekommt einen Punkt. Wer zuerst 4 Punkte hat, gewinnt. Na dann mal los. Wo entstand die Popgruppe U2? Ich habe keine Ahnung. Dublin, Irland. Da war Stefan eindeutig näher dran. Okay. Achtung, es geht weiter. Wohin zog Bella Swan aus Twilight bis zum Morgengrauen? Wohin zog Bella Swan aus Twilight? Nee, mach mal hier hin. Forks, USA. Da ist Stefans Nadel besser platziert. Da hab ich doch keine Ahnung. Ich kenne die Leute doch nicht. Ich guck das nicht. Wo wurde Albert Einstein geboren? Albert Einstein? Wo wurde denn der geboren? Weiß das eh noch? Ich weiß es nämlich nicht. Ulm, Deutschland. Nicole. Du hast besser gesteckt als die andere Seite. Und unser Spiel geht weiter. Ach, da wurde ein Ulm. Wo liegt der Vesuv? Bei Neapel, Italien. Stefan hat sich auf das Ziel eingeschossen. Obacht, wir machen weiter. Wo spielt der Film Taxi Driver? New York. Das ist einfach nur geschätzt. Also, wie soll ich sagen, einfach sinnlos hingeklickt. Zwar überlesen, aber. Nadel unter Kontrolle. Zum Glück habe ich keine zittrigen Hände. Mit solchen Spielen, also mit solchen, sowas kenne ich mich überhaupt nicht aus. Was sagt der Zwischenmann? Das wird ein langer Abend. Ich habe wieder verloren. Spiel 10. Fangen? Bitte was? Ihr setzt euch gegenüber. Einer hält eine Schnur mit einer Figur, der andere hält einen Würfelbecher. Es wird gewürfelt. Wenn eine 1 oder 6 gewürfelt wird, muss der eine Kandidat die Figur so schnell wie möglich wegsehen. Der andere muss sie mit dem Becher fangen. Wenn der Kandidat mit der Figur entkommt, erhält er einen Punkt. Wenn nicht, erhält der andere einen Punkt. Wenn keine 1 oder 6 gewürfelt wird und ihr die Figur wegzieht, bekommt eure Gegner einen Punkt. Nach 2 Runden werden Becher und Figur getauscht. Gewonnen hat derjenige, der zuerst 5 Punkte hat. Drücke die Y-Taste. Spieler 2, um die Figur wegzuziehen oder sie mit dem Becher zu fangen. Okay. Jetzt werdet ihr gleich in die Geheimnisse von Fangen eingeweiht. Ihr spielt gleichzeitig. Ihr sitzt euch gegenüber. Einer hält eine Schnur mit einer Figur, der andere hält einen Würfelbecher. Es wird gewürfelt. Wenn eine 1 oder 6 gewürfelt wird, muss der eine Kandidat die Figur so schnell wie möglich wegziehen. Der andere muss sie mit dem Becher fangen. Wenn der Kandidat mit der Figur entkommt, erhält er einen Punkt. Wenn nicht, erhält der andere einen Punkt. Wenn keine 1 oder 6 gewürfelt wird und ihr die Figur wegzieht, bekommt euer Gegner einen Punkt. Nach 2 Runden wird Becher und Figur getauscht. Derjenige, der zuerst 5 Punkte hat, hat gewonnen. Beginnen wir. Mal gucken, ob ich eine gute Reaktion habe. Nicole, du fängst jetzt, die andere Seite ist der Gejagte. Ach, da oben! Mist. Seid ihr noch dabei? Ich hoffe schon. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, dass es da oben ist.
Mhm. Gut gemacht. Ich hab doch eine gute Reaktion. Oh Gott, das klingt jetzt doof. Damit das Spiel fair bleibt, tauscht ihr eure Rollen. Der Gejagte wird zum Fänger und umgekehrt. Nicole, nicht schlecht. Der Punkt geht an dich. Ich habe halt eine gute Reaktion bei sowas. Und noch eine Runde Herrschaften. Bei sowas habe ich irgendwie komischerweise immer eine Reaktion. Bei sowas habe ich auch ein Auge. Ich weiß nicht warum. Nicole, damit hast du den Punkt gemacht. Weil ich sehe das schon manchmal, wenn der noch so halb so gekippt ist, der Würfel. So, jetzt tauschen wir mal die Rollen. Zwei, will ich nicht. Nee. Nicole, du hast die Figur geschnappt. Bravo. Tja. Ich hab 17 Punkte. Nicole, wow. Du hast gewonnen. Im Fangen macht dir keiner was vor. Nö. Wusste ich doch. Dann wollen wir mal kurz das Zwischenresultat. 17 zu 38. Spiel 11. Was ist das? Ein unkenntliches Foto wird nach und nach klarer. Passt, sobald ihr Ahnung habt und wählt eine Antwort aus. Ist die Antwort falsch, bekommt euer Gegner einen Punkt. Er kann auch versuchen, die Frage zu beantworten und sich so einen zweiten Punkt sichern. Es gewinnt der Spieler, der zuerst 5 Punkte hat. Okay. In der linken, okay. Was ist das, werde ich gleich fragen. Ihr spielt gleichzeitig. Ein unkenntliches Foto wird nach und nach klarer. Buzzt, sobald ihr eine Ahnung habt und wählt eine Antwort aus. Ist die Antwort falsch, bekommt euer Gegenspieler einen Punkt. Er kann auch versuchen, die Frage zu beantworten und sich so einen zweiten Punkt sichern. Der Spieler, der zuerst 5 Punkte hat, gewinnt.